Eine wunderschöne guten Tag, mein lieber Affe. Willkommen zu meinem neuen Video von mir. Und ja, heute ist Montag, heute ist der 23.11.2020. Wir haben jetzt 14:21 Uhr haben wir jetzt. Und hoffentlich habt ihr ein tolles Wochenende gehabt. Und am letzten Woche Freitag oder am Donnerstag hat Rostock es auf News weiter geschrieben, also nämlich das war nämlich an einem Freitagnachmittags. Und Rossa Games hat das nächste Update bestätigt und mit Release-Termin. Es soll eine Map-Erweiterung bekommen und es wird einfach cool sein. Das heißt GTA Online De Cayo Perico heißt. Und es soll eine Privatinsel geben. Es soll eine Insel geben mit eigenem Strand und mit eigenen seiner Radius da geben und es wird eine neue Straße wird es geben, neues Gebirge, neue Palme soll es geben und wir bekommen eine eigene Stadt und eine eigene neue Hafen, Flughafen werden wir auch noch wahrscheinlich noch kriegen. Und das Update kommt am 15. Dezember, nämlich an einem Dienstag um 11 Uhr. Bei mir ist das Update nämlich erst am Nachmittag, dann mache ich schon 14 Uhr oder 15 Uhr, weil ich dann noch Schule noch habe. Und ja, Rostock hat endlich das große Update bestätigt. Es wird das große Update aller Zeiten in GTA Online. Und jetzt gucken wir erstmal den Trailer an. Ich bin schon natürlich auch schon sehr, sehr gespannt. Und es geht schon los. So, machen wir das zuerst. Oh mein Gott. Dezember. Oh mein fucking Gott, Alter. Also, wir bekommen ja ein neues Update in GTA Online. Oh mein Gott, aber ich will sagen, aus kurz mal den Screenshot. Also, wir bekommen ja natürlich. Warte mal. Also, wir bekommen ja hier natürlich eigene Strand. Oh mein Gott, unser eigenes Lagerfeuer. Oh mein Gott, das ist schon mega krass. Das ist wie bei Guama, wie bei Red Dead Redemption 2. Oh, guck mal, das da ist die Villa. Das werden wir wahrscheinlich Raubüberfall Wahrscheinlichkeit oder wahrscheinlich wurden wir Wahrscheinlichkeit. Das wissen wir zwar noch nicht, aber wenn wir dann erst am 15. Dezember mit dem Update sehen. Aber Alter, das sieht schon so krass aus. Oh mein Gott, das ist wie im Urlaub. Und da schau dir das an. Alter, das ist so krass mit eigener See. Erinnere mich daran wie von Far Cry, aber das ist einfach so krass. Wir bekommen hier ein neues Funkmaß, ein Radiofunkmaß oder so. Dann bekommen wir hier ein Mesh, unser eigenes. Wir bekommen ja noch neue Straße, neue Straße bekommen wir, Lichter, Laterne bekommen wir. Alter, Scholli, das wird einfach mega cool sein. Oh mein Gott, ey, wir bekommen ja einen eigenen Strand. Alter, das ist aber so ein eigener Hafen. Guck mal, das ist der Location. Alter, das wird sogar wie eine Straße. Guck mal, ey, da wird schon Partyfeier. Oh mein Gott, das wird so krass. Alter, was Rosenkrebs hier gemacht hat. U-Boot werden wir auch bekommen. 15. Dezember vor PlayStation 4 und dem GTA Online De Cayo Perico heißt ab 15. Dezember vor PlayStation 4, Xbox One und dem PC, außer nicht vor dem PlayStation 5 und die neue Xbox Series X und S, aber leider erst nächstes Jahr 2021. Und Rockstar Games hatte ja auch zwar auch hier geschrieben, der Cayo auf den News war ja, der Cayo Perico heißt am 15. Dezember in GTA Online. Es ist an der Zeit, mit noch höherer Einsätze zu spielen als jeweils zuvor. Ihr habt eine verteilte Spion aus der Bockybrocke Strafanstalt befreit. Ihr habt die Welt vor einem ekonomischen Tech Mali, Mali, der gerettet.
Und ihr habt es entgegen allen Erwartungen geschafft, ein Casino um seine Einnahmen zu errichten. Diesmal bekommt ihr es aber mit einer ganzen Insel zu tun. Oh mein Gott. Macht euch bereit. Ist das abgeschiedene Inselanwesen des berühmtesten Drogendealers der Welt einzudringen. In der größten, abgelesensten und echtesten Erweiterung, die es je für GTA Online gab, der Cayo Perico Heist. Ihr müsst einen Weg finden, Cayo Perico zu elevieren, eine der am besten gesicherte Privatinsel der Welt, umgeht die dort situationierte, schwer bewaffnete Sicherheitskräfte oder neue Satelliten und bekommt mit wertvollen Beweisstückchen sowie mit so vielen Kunstwerken Gold und Rohgold, wie ihr tragen könnt. Wählt eure Hilfsmittel aus, wählt eure Vorgehensweise aus, wählt eure Crew aus oder legt alleine los. Komm nur in ein Stück nach Los Santos zurück. Der Cayo Perico Heist ist das bislang größte Abenteuer in GTA Online und führt einen brandneues exotisches Schauplatz, also wie eine brandneue Herangehensweise an Heist-Design, die es euch unter anderem ermöglicht, entweder allein oder mit insgesamt bis zu 4 Spielern zu spielen. Außerdem könnt ihr euch neue Fahrzeuge und taktische Waffen bewaffnen und neue Social Space entdecken, denen ihr tanzen und mit Freunden sowie neue Weltklasse-DJs feiern könnt. Darüber hinaus erwartet euch neue Radiosender mit mehr als 100 neuen Songs. Ach ja, es gibt auch noch ein ziemlich großes, weltseitiges und schwer bewaffnetes U-Boot als Hauptquartier mit vielen weiteren Überraschungen. Haltet die Augen nach weiteren Details offen, wenn ihr euch auf The Cayo Perico Heist vorbereitet. Und ihr müsst immer noch die Augen behalten, also diese Woche, Donnerstag oder Freitag, wenn wir noch auf diese Update bekommen, also wenn wir neu bekommen, also Freitag werden wir wahrscheinlich bekommen, Donnerstag, dann wäre 3.4. noch. Dann haben wir noch 10.11. und dann ab dem, der letzte Eventwoche wird in GTA mit der letzte Fahrzeug am 10. Dezember wird der letzte Fahrzeug in GTA Online sein, wird also in der Dame Casino in Resort. Und dann wird am bis zum 15. und am 15. Dezember kommt das größte Update aller Zeiten in GTA Online. Ich bin schon mega sehr, sehr gespannt. Hoffentlich seid ihr natürlich auch sehr, sehr gespannt. Oder wenn du neu auf meinem Kanal bist, könnt ihr mich gerne unten auf die rote Balze abonnieren. Natürlich Glocke aktivieren, Glocke ausschalten, sonst verpasst ihr nicht. Und das Thema GTA 6 News und das Thema GTA 6 Online zu neuen DLC. Und Vlogs und vieles mehr. Und ja, das war natürlich auch bei Lukas Vlogs. Aber es dir gefallen, bis Daumen nach oben. Wenn es dir gefallen, mach Daumen nach unten. Abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos. Und morgen ist natürlich ein Video, da rede ich darüber, wann ich die PlayStation 5 bekomme. Und ich bin schon sehr jetzt bei wann ich die PlayStation 5, meine eigene PlayStation 5 bekomme. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend noch, einen schönen Tag noch, dann noch einen schönen Abend, ich wünsche euch einen schönen Tag noch, schönen Nachmittag noch, schönen Abend, eine schöne gute Nacht und wir sehen uns bis morgen wieder oder bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss, ihr Lieben.